Grüß euch! So, wir sind jetzt, wir haben die Steiermark verlassen und sind im schönen Salzburger Land. Wir befinden uns in Bad Gastein. Das ist eine Gemeinde, die gehört zum Bezirk St. Johann im Bongau. Hat ungefähr 4000 Einwohner und liegt 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Wir sind hier umgeben von den wunderschönen Hohendauern. Drum gehört Gastein, ist auch Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Der Ort hat eine sehr lange Geschichte. Ihr seht, ihr habt gerade da drüben gesehen, das Grand Hotel, das eines der größten Häuser, eines der größten und modernsten Hotels der K&K-Monarchie damals war. Es hat 10 Stockwerke und wurde 1906 vom Linzer Tonbaumeister erbaut. Inzwischen beherbergt es das Gasteiner Museum und Eigentumswohnungen. Und jetzt zeigen wir euch noch einen Blick auf das schöne Gasteiner Tal. Ihr seht rundherum lauter Zeiten der Belle Epoque, lauter schöne, hauptsächlich Hotels. Heutzutage lebt der Ort vom Wintersport. Früher kamen die Leute hierher, um Badekuren zu machen. Es gibt hier Thermalquellen in Bad Gastein und einen Radonstollen, in dem man hineinfahren kann. Da drinnen hat es zwischen 37 und 40 Grad und zwischen 70 und 100% Luftfeuchtigkeit. Und das Ganze soll gegen rheumatische Beschwerden, chronische Schmerzen, Lungenleiden und Ähnliches helfen. Die damalige Verweildauer in einem Kurort betrug so in etwa 6 Wochen. Ihr könnt sich vorstellen, das hat natürlich eine Zeit gedauert, bis solche alternativen Heilmethoden wirken konnten. Erschlossen wurde der ganze Ort oder das ganze Tal hier durch den Bau der Dauernbahn, die 1905 von Kaiser Franz Josef höchstpersönlich eingeweiht wurde. Er fuhr dann mit dem Hofsalonwagen nach Gastein und wurde vom Bürgermeister am Bahnhof unten empfangen. Der ganze Ort ist sehr steil in die Felsen hineingebaut. Wir haben hier vom Bahnhof bis hier herauf schon 100 Höhenmeter überwunden und gehen jetzt zum Gasteiner Wasserfall. Das ist das Wahrzeichen des Ortes und werden dort noch einmal gleich live schalten. Ich hoffe, ihr könnt uns dort hören, weil ihr hört das Rauschen vom Wasser jetzt schon im Hintergrund ziemlich laut. Der Wasserfall hat über 300 Meter gesamte Fallhöhe, aber das werden wir uns nachher noch einmal genauer anschauen. Inzwischen wünschen wir euch mit dem schönen, wunderschönen Bergmassiv der Hohendauern noch Mahlzeit und viert euch!